So, hallo, Textlastig ist wieder da, am Stissel, und wir spielen weiter mit dem Falk. Wo nochmal? Ja, das sagen die coolen jungen Leute heutzutage. Ja, oder das haben die, glaube ich, vor 20 Jahren gesagt. Naja, also auf jeden Fall sind wir mit dem Falk am Stissel und mit dem Samizel sind wir immer noch da. Und der ist gerade mal richtig am Ausrasten, denn wir müssen ihm jetzt sagen, ob er sich retten soll. Oder wir können sagen, du musst etwas dagegen tun, koste es, was es wolle. So, und jetzt ist die Frage, was ist er überhaupt dagegen? Also nochmal zur Rekapitulation. Unser Bruder hat die Käfige mit irgendwelchen Viechern aufgemacht, die so aussehen wie wir, weil das alle so irgendwie Kopien sind. Na, zumindest mal einer, oder? Oder einer oder was auch immer. Auf jeden Fall rennen die jetzt rum und machen Leute oder Monster, wie Sam da so beschreibt. Und die machen Marmelade aus Männchen. Also auf jeden Fall rennen da unten jetzt Zombies rum, genau. Kann man so umschreiben. So. Und Sam hat gemeint in der letzten Folge, wenn ich nichts unternehme, werden sie damit durchkommen. Und mit sie meint er wahrscheinlich das Militär oder so. Oder wie die AfD gerne sagt, die da oben. Genau. Also die da oben werden durchkommen damit. Und da geht es um dieses ganze Experiment. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht fliehe, sagt Sam, werde ich es hier nicht lebendig rausschaffen. Ja. So, und jetzt ist unsere Theorie, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, ob wir uns opfern und die Welt um Informationen bereichern oder uns eben retten. Also ob wir Sam opfern. Ob wir Sam opfern, genau. Oder uns retten, also Sam retten und da aber keine Beweise haben. Also für diese ganze Geschichte hier. Ja. So. Und unser Bruder ist, glaube ich, tot. Nee. Was? Es steht nur da, oder es stand nur da, er wurde verletzt, er geht zu Boden. Und dann hat er uns angeschrien, dass er fliehen, dass wir fliehen sollen. Da, es wurde nie überliefert, dass er tot ist. Überliefert. Ja gut, er geht halt in der Mitte, in einer Herde von Zombies geht er zu Boden, weil er kurz Schuhe zubinden muss. Genau, kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Hallo, in diesem einen Film war das so. Echt? In diesem einen Film? Also na, war nee. Barbie-Film oder so? Nein, in The World War Set, glaube ich, wenn du dich nicht bewegst, haben sie dich nicht gesehen oder so? Oder wenn du krank warst oder irgendwas? Ach, egal. Also auf jeden Fall würde ich sagen, wir müssen uns entscheiden, was wir jetzt machen müssen, sollen, sagen sollen. Also ich würde sagen, Recht zu haben, aber es nicht beweisen zu können, ist schon doof. Auf der anderen Seite ist die Frage, ist es echt so wichtig? Also die haben halt... In Anbetracht, dass wir nichts investieren müssen, sondern nur Sam, hätte ich gesagt, hier, Sam, koste es, was es wolle. Nein, ich meine auch, guck mal, die haben ja anscheinend die Originale noch da und haben nur mit den Kopien rumgespielt. Das heißt, die Original, denen geht's ja gut. Die Originalmännchen. Ja, aber ist die Idee an sich nicht scheiße und willkommen der Realität. Ich meine, sowas passiert halt irgendwie überall. Genau, weißt du? Es werden ständig irgendwo Zombies und Duplikate erstellt. Ja, vor allem, aber guck mal, es interessiert doch keine Sau. Wir haben doch jetzt auch gerade irgendwie, siehst du ja, ne? Du hast überall irgendwelche Kriege und es interessiert keine Sau, ja? Also zumindest hier irgendwie, nur uns geht's ja irgendwie alles gut, super, super. Ich sehe jetzt keine irgendwie Mega-Demonstrationen für Krieg Y, ja, dass da mal was getan werden muss. Solange es irgendwie einem hier gut geht, das ist ja ganz weit weg, dann ist doch okay so. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so ein Datenleak machst, dann lupfen alle mal die Augenbrauen und sagen, aha, wie hieß nochmal die Stadt, wo das stattgefunden hat? Kenne ich nicht, mir egal, so ungefähr. Solange der Hamburger noch heiß ist, interessiert und das. Und deshalb müssen wir hier eine Linie auf dem Boden zeichnen. Okay, stimmt. Wir müssen hier einstehen für Gerechtigkeit, für eine bessere Welt. Das stimmt. So, also speziell dann, wenn wir nichts einsetzen müssen, außer das Leben eines anderen. Oh, das ist eine sehr schöne Doppelmoral. Das gefällt mir. Ja, das finde ich gut. Also, dann sagen wir, du musst etwas dagegen tun, kostet es, was es wolle, ja? Koste es dich, was es wolle, müsste man eigentlich hinschreiben. Sehr gut, ja. Okay, gut, machen wir.
Punkt, 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 ja. Ja, merkst du was? Er hat jetzt hat seinen Punkt, Punkt, Punkt gewechselt. Sonst war es immer hinter dem Wort. Du, ich muss sagen, also wer auch immer wir hier sind in dem Spiel, wir sollten irgendwie, weiß ich nicht, Unternehmensberater werden. Ich meine, wir sind ja voll überzeugend, scheinbar. Ja, offensichtlich. Ne? Punkt, 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 ja, sagt er. Also so, weißt du, dieses, genau, das werde ich, sagt er jetzt im nächsten Satz. Halbsatz. Hier draußen herrscht das absolute Chaos. Ja, Sam, das hast du schon mal gesagt. So viele Tote. Ich werde Curry finden. Siehst du? Ja, siehst du auf der Kamera, was muss hinlaufen? Du meinst in den Fernseher klettern. Hey, wenn es das komische Mädel aus diesem Ringfilm raus aus dem Fernseher schafft, können wir auch reinklettern. Hallo? Kann ja so schwer nicht sein. Aber echt. Er wird wissen, was zu tun ist. Das hat er immer gewusst. Hä, hey, was? Der ist doch hundertprozentig tot. Er ist nur zu Boden gegangen, Falk. Eieieiei. So wie du. Hey, warum spricht er uns nicht mit ihr an? Siehst du? Wir haben ihm genau das Richtige erzählt und er versteht es. So, jetzt können wir sagen, wir haben all das zusammen geschafft oder ich habe mein Bestes gegeben. Noch ein bisschen Eigenlob. Wollen wir uns richtig fett Eigenloben? Ja, oder? Also, ich sag mal, so viel hat er selbst nicht getan, ne? Also von der Zeit. Er stolpert, kriegt es nicht hin, jemanden einen Stein über den Kopf zu ziehen. Also, eine Leuchte ist er jetzt nicht. Und wir haben unser Bestes gegeben, das kann man schon so sagen, oder? Also, okay. Tatsächlich. Komm, dann sagen wir das jetzt mal, ne? Ja, klar. So. Meine Beine laufen wie von selbst. Alles fühlt sich an wie ein Traum. Ja, endlich kommt er mal an den Punkt. Ein düsterer, niemals endender Traum. Wenn ich jetzt meine Augen schließe, wird der Traum mich verschlingen. Was passiert mit ihm, hallo? Ich glaube, damit will er sagen, dass ein Monster ihn verschlingen wird, wenn er jetzt seine Augen schließt. So, jetzt kann man sagen, du musst durchhalten oder wir schaffen das gemeinsam. Komm, wir sagen das, Falk. Wir schaffen das gemeinsam. Boom. Ja, stimme ich zu. So. Ein großartiger Chef weiß, wann er mal kurzzeitig fair und motivierend sein muss. Ja, du warst immer da, schreibt Sam. Vor mir liegt Curry. Surprise, also jetzt ernsthaft. Also, er atmet nur noch schwach, seine Augen sind geschlossen. Aber guck mal, er ist noch am Leben. Der Raum vor ihm, er hat versucht, ihn zu öffnen. Ich kann es für ihn tun. Was? Was ist mit Raum? Ja, verstehe auch nicht. Und wie ist er da hingekommen? Wo sind die Zombies? Woher wusste er plötzlich, welcher Raum zu dem Monitor gehört? Stimmt. Ja. Wie ist er da hingekommen? Ja, genau. Mit letzter Kraft schaffen wir es. Er spricht nicht mehr, doch ich kann ihn hören. Leise. Was schaffen wir jetzt nochmal? Ich verstehe es auch nicht. Also, sind es er und Sam und wir? Genau. Also man weiß es nicht. Was? Wie? Wir schaffen es, das ist doch Sam und Curry. Ach so, weil mit letzter Kraft, ja, okay. Ja, weil, also wir hauchen ihm nicht gerade ins Ohr. Nee. Leise. Was wollte ich sagen? Der Raum vor ihm? Ah ja, genau, hier, es gibt einen Raum vor ihm, ne? Also den, da wollte er rein. Was willst du jetzt damit sagen? Ich sag nur nochmal. Ach so. Draußen ist es beinahe still geworden. Aha. Curry sagt, ich soll fliehen, leben. Doch sie wissen von dir. Also das Militär weiß von Sam. Du musst weiterklicken, sonst raff ich es nicht mehr. Ich hoffe nur noch auf Aufklärung. Von mir können wir jetzt fragen? Ach, wie cool ist das denn? Wir können jetzt sagen, ach so, warte mal, was? Ach, die wissen von uns? Aber echt? Doch, sie wissen von dir heißt, sie wissen von uns, weil... Ja, okay, dann macht der Satz Sinn. Ja. Weil eine Aussage, die wir jetzt sagen können, ist von mir, Fragezeichen, oder das tut nichts zur Sache. Komm, wir fragen jetzt von mir, oder? Also von uns, also. Aber macht es ihn nicht langsamer? Ey, der Typ, also wenn der eins kann, dann ist das in brenzligen Situationen mit dem Handy schreiben. Also das ist sein Skill. Ja, ja, okay, auf deine Verantwortung, Simon. Nimmst du an, dass wenn wir jetzt sagen, das tut nichts zur Sache, dass er jetzt wirklich die Hände in die Beine nimmt? Und nee, nicht wirklich, du hast ja recht. Ja. Aber dennoch, auf deine Verantwortung, Simon. Okay, also von mir? Sie müssen unsere Kommunikation abgefangen haben. Okay. Was? Bei Handykommunikation? Das habe ich ja noch nie gehört. Beim Militär? Sie werden es nicht riskieren, dass du die Wahrheit kennst. Aber ich werde das nicht zulassen. Ja, willst du jetzt...
alle Funkwellen zurückholen oder was? Er sprengt die Scheiße einfach in die Luft. Ja, mir wird nichts passieren, können wir sagen. Oder was meinst du damit? Das Zweite, oder? Falk ist schon gut dabei. Ich trink Saft. Sonst halte ich das nicht aus. Ich brauche Zucker. Was wollen wir jetzt sagen? Mir wird nichts passieren oder was meinst du damit? Das Zweite hätte ich jetzt gesagt. Okay, oder? Gut. Also was meinst du damit? Ja, oder? Also du hast noch... Ja, guck mal, ich meine, offensichtlich haben die anderen ja nicht gecheckt, dass wir zu zweit sind, weißt du? Also wenn sie nur von du reden, das macht ja alles keinen Sinn. Die wissen ja gar nicht, dass du und ich hier vor dem Handy sitzen. Das stimmt. Also das so stimmt. Gut ist die Überwachung nicht, ne? Das stimmt. Also wir haben jetzt gesagt, was meinst du damit? Dass du meinetwegen in Gefahr gerätst. Mhm. Ja, das ist mir schon klar, aber ich wollte wissen, was er damit meint. Das werde ich nicht zulassen. Heide Bimbamba. Ich werde dich beschützen. Ja, das hatten wir doch schon. Erzählt wie? So wie du mich. Das Notfallprotokoll. Curry kann das hier alles beenden. Was? Niemand wird es hier lebend heraufschaffen. Okay. Jetzt können wir sagen, du hast Großes geleistet, so voll empathisch auch. So, ja, Sam, tschüss dann, ne? Hast du Spaß gemacht, ne? Tschüss. Oder sie verdienen es. Wer ist sie? Also na, die da oben. Die da oben? Aber na, wer denn sonst? Ja. Es geht okay, doch gerade darum, aber dass der ganze Laden... Ja, ich verstehe schon. Aber also das impliziert ja, und das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass die wir als die da oben bezeichnen. Ja. Ja, also die Planer dieser ganzen Sache, dort lokal sind. Das höre ich aber jetzt zum ersten Mal. Also aktuell war es nur ein Lager. Oder meinetwegen das scheiß Stadion. Aber nee, hallo, das ist ein Bunker, Mann. Wir sind in einem Bunker. Ja, halt mir aus diesem Bunker, aber es ist doch, jetzt entschuldige. Also wann habe ich denn mal gehört, dass die etwas planen, vor Ort 5 Meter um die Ecke sitzen? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Wenn ich irgendwo Zombies loslasse oder irgendwelche krassen Experimente mache, von denen ich nicht mehr weiß, dass Zombies bei rauskommen, gebe ich ja zu, wusste ich ja nicht. Dann mache ich das auch nicht in meinem Vorgarten. Na gut, aber warte mal. Du als oberböse Boss vielleicht nicht, aber du würdest ja ein paar Wissenschaftler hinschicken, die vor Ort arbeiten und die kannst du dann zumindest mitnehmen. Okay, aber dann kann Sam immer noch nicht alle, die was davon wissen, ausrotten oder auslöschen. Ja, okay, ist egal, ich bin detailorientiert, gebe ich zu. Also ich würde sagen, wir loben ihn jetzt nochmal, egal was passiert. Ja, das spielt bestimmt in Amerika, das muss jetzt American Style sein. Sie du hast großes geleistet, wir schicken gleich noch ein amerikanisches Hashtag dazu, irgendwie so ein Emoji, amerikanische Flagge hinterher. Und okay, also du hast großes geleistet. Noch eine M4 als Emoji. Gibt's das eigentlich? Was ist eine M4? Ist das hier diese U-Bahn? Dieses Standard Maschinengewehr von Amis. M4 heißt das? MP? Nee, MP ist doch diese kleine. Nee, M4 habe ich gesagt. Habe ich doch gesagt M4. Hast du verstanden? Ich weiß, aber ich habe doch nur das nochmal wiederholt. Als eine Frage, ob das wirklich M4 heißt. Ach so, ja, na klar. Simon, du bringst mich durcheinander. Das Spiel macht uns fertig. Aber im Positiven, guck mal, wir lachen. Das Zwerchfell ist beäumelt. Ja. Genau. Also, ist doch schön. Die Türen schließen sich und der Countdown ist eingeleitet. Hätte ich jetzt eigentlich vorlesen müssen, stimmt. Ja, übrigens, ach Mann. Ich habe letztens irgendwo gehört, wodurch dieser Countdown entstanden ist und ich habe es wieder vergessen. Dieser Countdown? Ja, warum es überhaupt einen Countdown gibt, das wurde letztens irgendwo erklärt. Naja, egal. Also, ich werde dich nicht vergessen. Ich will keinen Abschied nehmen, können wir jetzt sagen. Ich finde, wir sind gerade ziemlich herzlos. Was? Also wir haben ja noch nicht mal sowas geschrieben wie, ey, Sam, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, überleg dir das nochmal, kannst du nicht deinem Bruder sagen, er soll den Countdown drücken und du haust währenddessen ab oder so? Weißt du? Ja, vielleicht, weil es keine Zeit ist. Gibt. Wir haben den fucking Countdown gestartet. Da hätte unser Bruder auch sagen können, ey, 5 Minuten hast du und dann drücke ich den Knopf. Naja, dann probier's mit, ich will keinen Abschied nehmen. Ja, mach mal das, ich will keinen Abschied. Es tut mir leid. Ich hätte wirklich gerne persönlich mit dir angestoßen. Ja, mit seiner Limo oder was?
Stimmt, hatten die noch dabei? Die warme Limo. Es gibt so viel, was ich gerne noch ein letztes Mal erleben würde. Also das heißt, er würde gerne, okay, ist egal. Noch einmal dem Klang des Regens lauschen, in gewöhnlichen Momenten die Zeit vergessen. Wie lange ist denn so ein Countdown eigentlich? Fragt man sich, ne, an so einer Stelle. Wie lange ist es jetzt eigentlich noch? Ist das nicht schon mal bald vorbei? Ich will ein letztes Mal die Sterne sehen. Das wäre so im gut, Bunker ist echt schlecht. Wenn es einfach so jetzt mit der abbricht, wäre der Countdown. Wir sind so herzlos, Simon. Ich weiß. Aber da siehst du mal, was so Chats mit einem machen, ne? Ja, total unpersönlich. Er schreibt noch Danke. Oh, für alles. Oh, nein, warte, hey. Oh. Danke, dass du AOT, Dead City, gespielt hast. Wir hoffen, du hast... Verdammt, schon weggegangen, der Screen. Also der Screen ist jetzt gerade weiß geworden und es stand da, dass wir ein Dankeschön bekommen haben. Also einfach, weil wir es durchgespielt haben. Oh Mist, ey, jetzt wäre natürlich diese Statistik am Ende des Spiels immer oder des Tages immer interessant, ne? Ja. Schade. So, jetzt kommen also nochmal für Tag 4 abgeschlossen. Tag 4 ist abgeschlossen. Und wir haben... folgende Statistiken, von denen wir die Prozentwerte wieder nicht vorlesen, weil das nicht repräsentativ ist. Das sind hier einfach weil unser Spiel nicht an deren Backend gerade sitzt. Ne? Genau. Oder nehmen wir an. Also, wir wissen es genau. Ja nicht, aber. Aber, tot. So und so viele Spieler sind am vierten Tag gestorben. Also, 5%. Aber sind das nicht alle? Weil. Weiß man ja nicht. Hätte man ja wahrscheinlich man es überleben können, so, ne? Ach so, du meinst, wenn wir jetzt geflohen wären, ja, stimmt. Mhm. Okay, gut. Dann, du und so viele Spieler scheuten Prozent. Du und so viele Prozent der Spieler scheuten keine Mühen, um nicht länger laufen zu müssen. Okay, Das ist wirklich schade. Man müsste vielleicht mal die Entwickler nochmal anschreiben, ob sie. Ja, wir müssen das Spiel einfach mal nochmal richtig spielen auf Handy. Du, ich hab's ja auf dem Handy, ich hab's gekauft. Ja, was waren denn deine Werte? Ich hab's ja nicht gespielt. Ich wollte es nicht spielen, weil wir ja zusammenspielen, sonst hätte ich ja schon alles gespoilt. Ja, stimmt, natürlich, ja. Stimmt. Jetzt im Nachhinein könnte ich das tatsächlich mal machen. Genau, es ist, ja. Genau. Was ich interessant finde hier ist, dass wir so ein bisschen dachten, dass man das Auto nehmen muss, weil ansonsten die Zombies, die einen verfolgen, einen aufessen. Aber anscheinend hätte man vielleicht noch joggen können oder so. Gut, man weiß halt nicht, ob man dann nicht stirbt. Ja, das kann natürlich sein. Und dann ist halt in der Tag 4 abgeschlossen, Statistik halt, alle, die das Auto nicht genommen haben, okay, kann man machen, aber dann stirbt man halt. Ja. Man weiß es halt nicht, ne? Okay, dann hätten wir jetzt hier, du und so viele Spieler machten Sam eine Freude, indem sie zusammen mit ihm tranken. Das ist eine Statistik. Und dann die letzte. Ich habe zu viel Wasser getrunken. Du und 41% der Spieler wurden von Sam, die 41, ja, habe ich jetzt einfach so vorgelesen. Wie gesagt, nicht repräsentativ. Vor der Ekalpa-Korb beschützt. Mhm. Okay, also, okay, wir hören jetzt das erste Mal den Namen dieser Corporation, oder? Echt? Ekalpa-Korb? Ich meine, der hat die mal vorgelesen. Okay, dann vorhin in irgendeiner Akte oder so, ne? Ja, na, vorhin nicht. Also definitiv nicht in dieser Folge, aber vorletzten oder vorvorletzten, okay. Glaube ich mal. Irgendwo meine ich, aber du kennst mein Gehirn, ich... Mhm. Namen sind wie Schau und Rauch. Aber ich meine, es gab mal dieses Korb, blablabla Korb, gab es mal zwischendrin irgendwo. Wie? Aber guck mal, hä? Du und X Spieler wurden von Sam. Damit wäre auch geklärt, wer die da oben sind. Aber okay. Du und so viele Spieler wurden von Sam. Ach so, das heißt, Sam hat das Ding jetzt gesprengt und das bedeutet. Wir sind sicher. Wir sind sicher und das ist diese Zahl hier. Mhm. Weil der ganze Chef. Die ganze Chefetage von Ekalpa Corp da unten mit dem Bunker saß. Mhm. Genau, so kennt man's. Ja, gut. Klar. Du, meine Chefs sitzen auch unten im Keller rum. Den ganzen Tag. Also immer auch. Die kommen da, glaube ich, gar nicht raus. Ach, guck mal. Und jetzt können wir sagen, ob wir nochmal von vorne beginnen wollen oder das Spiel beenden. Also ich fand's unterhaltsam.
Ich glaube tatsächlich, dass ich das nochmal nebenbei, weil es ist ja so ein Nebenbeispiel-Spiel, ne? Mhm. Tatsächlich nochmal, jetzt wo wir es durchgespielt haben, Brevard nochmal selber spielen werde. Ja. Das ist eine gute Idee, weil dann könnten wir nämlich so ein paar Sachen. Also, weil meine Freundin hatte das. Also jetzt nochmal der Disclaimer. Ich kann ja nicht sagen, ob das jetzt, ob ich das in den nächsten 14 Tagen durchspielen kann. Nee, Falk, jetzt ist es raus. Ah, jetzt ist es raus, okay. Also das nächste Mal müssen wir dann nochmal Feedback geben. Müssen wir nochmal abliefern. Aber tatsächlich hatte meine Freundin das nämlich auch gespielt und hatte dann erzählt, dass sie, glaube ich, eine Waffe gefunden hatte. Und aber ich glaube, das hast du schon mal erzählt, ja. Irgendwie so eine Geschichte, dass ich dachte dann so, ach echt, krass, wir haben nichts gefunden und so. Hat sie nicht das Camp auch irgend sowas? War da, hast sie du nicht mal was hatte, erzählt? Genau, weil ich glaube, sie ist nämlich damals, als wir bei diesem Gras waren, was so runtergedrückt ist, da ist sie nämlich, glaube ich, hingelaufen und so. Genau. Das hat sie, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Ja, das war ganz cool. Also, dass es da so verschiedene Pfade gibt, ja. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, und was sagt man denn jetzt fazitmäßig? Also ich finde das Spiel schon sehr, sehr unterhaltsam, wenn auch, gebe ich zu, dass ich weiß, warum sie es aus UI-Sicht machen mit den zwei Optionen. Und man sagt ja normalerweise, mehr Optionen machen es nicht immer besser. Hm. Aber dann möchte ich wenigstens anbringen, wenn es eine dritte oder vierte Option nicht bringen, dann finde ich wenigstens die Auswahl der zwei Optionen, die man hat, manchmal, ich will nicht sagen unrealistisch, aber unglaubwürdig. Ja, vielleicht ist aber das, ja. Ich glaube viel mehr als. Aber ich habe auch noch nie so eine Story geschrieben oder so, also das will ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist ja immer dieses Einfache zu sagen, ne? Es gefällt mir nicht, aber macht man es besser, ist schwer zu sagen. Ne? Naja, aber, zumal ich nicht glaube, dass das nur ein UI-Problem ist, sondern du musst die Story ja viel komplexer schreiben, wenn du mehr anbietest, was dann wirklich sich auswirkt. Das außerdem, ja. Das ist ja so ein Baum, der sich aufsplittet an Varianten, die du hast. Ist es wahrscheinlich nicht doof, nur zwei anzugeben. Ja. Aber dann. Schon das ist ja echt eine Menge Arbeit. Absolut, vor allem halt so viel, ne? Also es ist ja faktisch an jeder Stelle, wo du eine Frage oder Aussage tätigen kannst, splittet sich ja die Story. Sozusagen. Wahrscheinlich werden mehrere zu einem wieder zusammenlaufen. Wahrscheinlich, ja. Sonst wäre es ja ein unendlicher, ne? Ja. Du hast ja zum Schluss 50 Enden oder wahrscheinlich noch mehr. Genau. Dann würde ich, also wenn man bei zwei Antworten bleibt, um die Sache nicht unnötig zu verkomplizieren, dann würde ich wenigstens dabei bleiben, ohne die Erfahrung selbst gemacht zu haben, dass manche Auswahl, also für mich in der Situation nicht logisch war oder nicht, wie sagt man? Ja, glaubwürdig. Nicht elegant, einfach glaubwürdig. Glaubwürdigkeit, genau. Ja. War. Ja. Ansonsten fand ich sehr unterhaltsam. Also, und wir haben ja wahrscheinlich nur einen Bruchteil gesehen, ne? Also, deine Freundin hat schon relativ weit am Anfang. Weit am Anfang, sagt man das? Also früh am Anfang. Ich weiß nicht, ob du das sagst. Eine ganz andere Ecke noch gesehen, die wir gar nicht gesehen haben. Die Statistiken zwischen den Enden oder am Ende des Tages hat darauf gezeigt, dass es wahrscheinlich noch viele andere Sachen gibt, die wir nicht gesehen haben. Mhm. Also, finde ich ganz nett. Also ich muss sagen, ich kam mit dem Charakter nicht so gut klar und interessanterweise war das bei Lifeline ja genauso. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das an uns liegt, aber in Lifeline haben sie ja, weiß nicht, da haben wir ja auch kritisiert irgendwie, dass dieser Charakter irgendwie total unfähig ist, alleine. Na das, und er kommt halt, also er versuchte, glaube ich, sowohl in diesem Spiel, weiß ich gar nicht, aber in Lifeline versuchte er so komisch witzig zu sein. Ja, genau. Oder das Spiel versuchte witzig zu sein. Genau. Das war hier glücklicherweise nicht so. Also ich meine, das war wirklich anstrengend, Lifeline, ne? Und ja, aber hier, kannst du dich erinnern, dass hier dieses na, und hast du viele Freunde? Mhm. Also das fand ich halt irgendwie total unpassend. Also spielt in dieses Unglaubwürdige mit rein wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt lasse ich dich mal ausreden. Entschuldige. Ja, ich denke, es ist einfach super, super schwer, weil du willst ja im besten Fall eine Charakterbindung erzeugen. Du willst einen coolen Charakter machen, an den man sich im besten Fall noch irgendwie erinnert später. Also wie genau in dem Buch.
auch gute Charaktere entstehen sollen. Und dann willst du es aber noch verbinden mit einer Gameplay-Story und du hast immer nur zwei kurze Antworten, die du ihm geben kannst und du hast auch immer nur relativ kurzen Text, das stimmt schon, den er dir schreibt. Also wie willst du da eine gute, ne? Das stimmt schon, aber willst du ihn dann echt, also wenn du das Problem schon hast, willst du ihn dann nach und hast du auch viele Freunde fragen lassen? Ja, also ich weiß nicht. Bin mir nicht, also ich wüsste es auch nicht, wie ich es besser machen würde, aber es ist auf jeden Fall, ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, ihn dann etwas gesichtsloser sein zu lassen. Mhm. Und dann halt nicht so auf dieses, ey, komm, lass mal irgendwie hier bonden und lass mal irgendwie cool Friends Informationen austauschen. Und dafür ihn vielleicht mehr über die Aktion zu definieren oder so. Dass er halt irgendwie mehr, ja, coole Sachen macht. Oder von mir ist halt, weiß ich nicht, er hilft halt diesem kleinen Mädchen und definiert sich dadurch, dass er einfach Gutes tut, sozusagen, als mhm, hey, das ist ein cooler Dude oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass wir das Spiel ein bisschen out of context gespielt haben, ne? Also ich glaube ja, das Spiel hat auch deshalb eine erhöhte, wahrscheinlich nehme ich an, erhöhte Anzahl von Enden, weil man es ja wirklich mehrfach spielen soll wahrscheinlich, weil nein, ja, du darfst ja nicht vergessen, so wie wir über so eine Antwortmöglichkeit nachdenken, ich glaube, würde ich jetzt behaupten, das ist ja gar nicht das Ziel der Entwickler mhm, oder des Spiels, weil du kriegst ja, ich nehme es an, wir haben ja, ich glaube, Lifeline auch so gespielt, glaube ich, ne? Dass wir das in einem Mal durchgespielt haben, mhm, ohne jetzt wirklich auf iOS oder Android so richtig zu spielen. Aber ich nehme mal an, dass du von dem Spiel Notifications bekommst, ähnlich wie so eine SMS oder irgendeine Chatnachricht mhm, von irgendeinem Tool. Und dann wahrscheinlich noch im Lockscreen dich entscheiden kannst mit A oder B. Das heißt, du hast gar nicht so viel Interesse oder Zeit, da jetzt ewig viel Gehirnschmalz reinzustecken. Du sagst einfach, ja, so spontan, wie man halt so eine Nachricht bekommt, weißt du? Mhm. Hey, A oder B? Ja, warte mal, lass mich ja ganz schnell drüber. Ja, A, ba, zack. Und dann spielst du es halt so wahrscheinlich in 3-4 Tagen durch und dann spielst du es einfach nochmal. Weißt du? Weil wir saßen jetzt wirklich mal ja 5 oder weiß ich nicht, noch mehr Minuten an einer Frage und überlegt uns, ja, macht das Sinn? Mhm. Warum überhaupt? Und was könnte der tiefere Sinn dahinter sein? Ich weiß nicht, ob das überhaupt so angedacht ist. Weißt du, ich meine? Ich habe es mir gerade mal gekauft auf meinem Handy jetzt. Da kann ich das nämlich auch nochmal spielen. Und ich finde es interessant, das ist ab 6 freigegeben. Und es ist zwar nur Text, aber ich finde die Themen, die so angesprochen werden, ne, mit hier, mach mal einen Stein auf den Kopf und sowas, das ist schon ziemlich sagen, ja, brutal irgendwie. Aber gut, genau. Da war wohl der Zensor pinkeln. oder macht eine 53-85, wie du ja in der letzten Episode erklärt hast. Genau, nee, und vielleicht noch der letzte Kommentar, das ist jetzt weniger auf das Spiel bezogen. Ich fände es interessant, wenn sie mehr als nur Text als ja, sowohl hin als auch zurück Nachricht benutzen. Ja, weißt du, also wie wir mal zwischendrin ja, in ein paar Episoden gesagt haben, dass es irgendwie ganz cool wäre. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich logisch betrachtet nicht wirklich großartig Sinn macht. Also er kann halt, also er braucht uns halt nicht einen Google Maps Screenshot geben und sagen, hey, was meinst du, wo soll ich lang gehen? Es macht ohne Karte viel mehr Sinn wahrscheinlich. Auf der anderen Seite könnte, wäre es für uns bildlicher vorzustellen. Aber so, ja, aber irgend sowas könnte man mit einbauen. Oder er könnte uns ein Bild schicken und sagen, hey, guck mal, das habe ich gerade gefunden. Weil er hat halt ein scheiß Smartphone in der Hand. Das weiß halt jeder Spieler, ne? Es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum das die Spieleentwickler nicht machen. Wobei ich jetzt auch nicht jedes dieser Spiele naja, also ich sag mal, gespielt habe. Vielleicht machen es manche, ich weiß nicht. Ja, genau. Also macht die Spiele halt auch deutlich größer. Ne? Also eine Sache zu dem Medien, ich bin da auf jeden Fall voll auf deiner Seite. Ich finde es interessant. Ich habe diese App gerade gestartet hier und die will Zugriff auf meine Dateien und Fotos und Medien. Und ich frage mich gerade, ob, wenn man das gewährt, ob die dann vielleicht damit irgendwie arbeiten, weißt du? Dass sie dann, dass dann zum Beispiel irgendwie dieser komische Typ, hier, der den Sam gefangen genommen hat, dann plötzlich ein Foto von deinen Fotos zeigt, die du auf dem Handy hast und sagt, hier, guck mal, ich habe dein Handy gehackt, jetzt sei mal, mach mal ganz schön mellow, sonst mache ich irgendwas mit deinen Daten oder irgend sowas, weißt du, was ich meine? Oder vielleicht benutzt der
als Namen aus deinem Kontakt. Oh ja, das wär wirklich lustig, ja. Ja, lustig wäre es schon, aber ich würde trotzdem im Videospiel nicht Zugriff auf mein Kontaktebuch geben. Aber okay, sei ein anderes Problem. Also ich habe es bei dem mal zugelassen, weil ich vertraue den Entwicklern schon. Die haben uns ja auch vertraut mit ihrer Version. Von daher ist das super. Stimmt. Aber also auf jeden Fall bin ich da ganz auf deiner Seite. Ich habe jetzt ein Spiel gespielt. Ach so, und das muss ich jetzt gerade mal ganz kurz mit der Version testen. Einen Moment. Ach so, weil du gerade ansprichst, dass die uns vertrauen. Simon, nur zwischen uns. Wir müssen das ja noch bei Torrent hochladen. Ne? Genau. Okay. Der musste sein. Kenne ich den? So. Okay, jetzt muss ich. Okay, genau. Also, was wir nämlich nicht gesehen haben in unserer Version, ist, dass er tatsächlich für jede Antwort ein bisschen Zeit braucht und währenddessen läuft da unten so eine kleine gepunktete Linie, die sich so ein bisschen tänzelt. Also so eine Animation, ja, dass ja, er gerade schreibt. Genau. Genau, ja. Und das war nämlich eine Sache, die ich vermisst hatte, aber das lag an unserer Spezialversion, in der im richtigen Spiel ist das so. Und da hat man sofort viel besser das Gefühl, dass der wirklich schreibt. Ja, ja. Dass der wirklich ein paar Sekunden braucht. Das ist super cool. Das ist toll. Und ich habe letztens ein anderes Spiel gespielt und das, da musste ich total an Dead City denken. Leider habe ich den Namen vergessen. Das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel, weil das behandelt. Das war total cool, Simon. Aber es behandelt vor allem so eine Kriegsthematik und ich glaube, das ist auf reale Geschehnisse bezogen und so. Aber Das Spiel fängt damit an, dass du dir gegenseitig Selfies schickst. Und diese Selfies, die sind so im Comic-Stil gemalt. Ja, es ist ein ganz cooler Stil, so irgendwie Strichzeichnung. Aber das ist genau das, wo ich dachte, so, boah, wie cool ist das denn, einfach andere Medien einzusetzen. Das hätte ich wirklich, wirklich gern gesehen. Und ich meine, ich fände es total okay, wenn er sagt, pass auf, ich habe nicht viel Akku. Der Datenupload ist richtig mies hier. Ich kann dir nichts schicken, also Text ist Maximum. Aber ich kann aber was empfangen. Und dass wir dann zum Beispiel wirklich ihm mal eine kleine Karte oder dass wir halt irgendwie auf einer gefakten Maps-App gucken müssen, wo er hin kann oder so. Sowas wäre auf jeden Fall cool gewesen. Also es wäre interessant, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung im Schreiben. Wahrscheinlich macht es die Sache mega kompliziert. Es wäre interessant, wenn der Fakt, dass man ein Handy als Spielgerät benutzt, das Spiel vorgibt, auch mit einem Handy gespielt zu werden, das Handy an sich mehr ins Spiel integriert. Mhm. Also den Fakt, dass es, sind wir ehrlich, die meisten Telefone halt alle 2 Tage spätestens geladen werden müssen, speziell wenn den ganzen Tag die Chat-App offen ist. Also sind wir ehrlich. Wie gesagt, schränkt die Spiel Story natürlich extrem ein, aber vielleicht macht es das auch eventuell mal interessant. Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Und was wollte ich noch sagen? Maps, genau, Medien, das wäre cool. Aber ja, natürlich, es macht es total kompliziert plötzlich. Und ich glaube, alleine schon das Spiel so zu entwickeln, war schon kompliziert genug. Spiel entwickeln ist wirklich, wirklich nicht einfach. Und ich glaube, es war auch eins der ersten Spiele, oder war das das zweite Spiel? Also das war ihr erstes, glaube ich, oder? Das Studio heißt Everbyte, everbytestudio.com, und die haben noch ein anderes Spiel, das heißt Sinister Edge. Und ich bin nicht sicher, ob das nicht sogar vorher da war, aber Anybody Out There war. Ich glaube, das ist ihr neues Spiel. Ach so, okay, dann glaube so rum. Ich meine, die hatten ja mal, also ich meine mich zu erinnern, dass die Webseite mal anders aussah. Und da gab es das, glaube ich, noch nicht, das Sinister Edge. Ich glaube, wenn du auf deren Sinister Edge Webseite gehst, steht auch da, das ist hier Coming Soon oder sowas. Okay. Aber ich auf jeden Fall möchte ich ganz groß nochmal loben. Erstens dieses Facebook-Ding, wo wir auf diesen Typ sein Geburtsdatum raussuchen mussten. Ja, das war so richtig gut. Das war wirklich, wirklich cool. Und zum Zweiten, sie bieten direkt an einem, ich glaube, das ist Französisch hier. Oder? Also sie bieten Russisch. Das ist Russisch, Deutsch und Englisch bieten sie an als Sprache direkt in der App. Ich sehe deinen Bildschirm, glaube ich, nicht mehr so richtig aktuell, aber nee, hast du gerade Russisch mit Französisch verwechselt? Ich habe die ich habe die, ist jetzt egal. Also auf jeden Fall. Ist das Deutsch oder Chinesisch? Ich weiß nicht. Deswegen habe ich immer so viele Probleme in der Stadt, ja. Das finde ich total cool, dass da sofort die Sprache mitgeliefert wurden und dass man die einfach im Menü umstellen kann. Das ist super cool. Ja, sowas ist immer cool. Ja. Das ist wirklich toll, weil es gibt einige so eine Spiele, so, die wir auch gerne mehr spielen würden, aber die gibt es dann halt nur in Englisch oder
Das ist schade. Genau. Nee, auch generell, dass man bei Spielen, also bei Spielen, die auf so einer Plattform laufen, ist es zwar schön, wenn man die Systemsprache als Standard auswählt beim Starten, aber es ist immer schön, wenn man die, ohne die Systemsprache zu ändern, explizit nur für dieses Spiel ändern kann. So bei PlayStation oder Xbox oder so. Es ist immer schön, wenn man die Sprache des Spiels explizit für dieses eine Spiel im Spiel ändern kann. Und nicht, weiß ich nicht, in die Systemeinstellung sagen muss, okay, jetzt muss ich meine ganze Konsole auf Deutsch spielen, bloß damit ich das Spiel auf Deutsch spielen kann. Ja, ja. Das heißt ja, es ist ja leider immer noch nicht bei allen Spielen so. Es wird wieder mehr. Früher war das mal schlimmer. Ja. Stimmt. Ist halt aber auch nicht trivial, ne? Also die ganzen, was bei Sprachen alles unterschiedlich sein kann, hör mir auf. Ja, na, ja. Also gerade wenn du so eine Rechts-nach-Links-Sprache hast, dann ist ja... Ja, na, ich meine, das fängt ja schon einfach mit dem Platz an, ja. Du hast dann halt einfach Worte, die länger sind, da passt nicht mehr ein Button und sowas, also von daher. Also, zu dem Spiel, ich glaube, mein Wunsch, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir haben noch mal dasselbe Budget und dieselbe Zeit und deswegen können wir jetzt nicht irgendwie 50.000 neue Features einbauen, wie jetzt irgendwelche Maps oder sowas. Dann wäre, glaube ich, mein Wunsch, diese persönliche Ding ein bisschen zurückfahren mit hier magst du Katzen oder Schokolade? Ja, das stimmt. Und dafür die Glaubwürdigkeit ein bisschen hochdrehen in der Auswahl der in der Auswahl, die man ihm senden kann, dass man vielleicht sogar nicht immer irgendeine Entscheidung treffen muss, sondern dass er auch einfach auf mal ein Update gibt und das war's dann halt. Und dann sagt man halt, ja gut, danke fürs Update und ist gut. Also dass der nicht so wirkt wie so ein kleines Baby, was halt einfach gar keine Entscheidung selbst treffen kann oder kaum Entscheidung. Ne? Und noch ein bisschen mehr erklären, zum Beispiel, dass er einfach mal kurz sowas sagt wie, ey, Gott sei Dank habe ich ein Telefon, was irgendwie 5 Wochen hält oder was weiß ich was. Also einfach so ein bisschen noch so ein paar. Ja, oder du kannst halt Informationen. Wie gesagt, das mit dem Akku würde es mega realistisch machen, ist aber natürlich wahnsinnig kompliziert, da irgendwie eine Story draus zu schreiben, nämlich oder drumherum zu schreiben. Wieso? Sagst du, das aber man könnte ja schon irgendwie sowas machen wie, hey, guck mal, also in dem Bauernhaus war oder auf der Farm da, ja, hätte er sagen können, hey, ich melde mich in einer Stunde wieder, ich hänge kurz das Telefon an Strom. Mhm. Ja, oder so, genau sowas. Ein Satz und du würdest nicht in Frage stellen, ja, wieso haben die eigentlich noch Strom? Gut, würde man da wahrscheinlich auch machen, aber du würdest sagen, ja klar, es macht irgendwie Sinn, dass es das Ding an Strom macht und da leben Menschen, also werden sie wahrscheinlich auch Strom haben, bla bla bla. Ne? Der Rest ist dann Story-Details, aber einfach nur ein Satz und dann wäre ja auch so eine Pause von einer Stunde manchmal erklärt, weißt du, dann muss er sich nicht, hey, ich mach kurz die Tür auf, ich melde mich danach wieder, 60 Minuten später. Weißt du, dann ist es ja irgendwie sinnvoll erklärt, warum er sich halt eine Stunde lang nicht meldet oder so, einfach weil der fucking Akku tot ist, ne? Beziehungsweise, was ich auch noch, das habe ich schon wieder vergessen. Mann. Dann war es wohl nicht wichtig. Doch. das mit den Pausen finde ich, ich fand das eigentlich immer ganz, ganz passend und wenn es mal nicht passend gewesen wäre, kriegt man es ja vielleicht nicht unbedingt so mit wie wir, weil erstens steht er nicht da, wie lange er braucht und zweitens steckst du das Handy ja wieder in deine Tasche und irgendwann meldet er sich halt wieder und vielleicht kommt es dir dann auch gar nicht ja, so vor. Ja, das stimmt. Das stimmt schon, aber dennoch so eine Handy-Ladepause ein perfekter, ab und zu zumindest mal, ein perfekter Ausrede, warum er sich gerade mal nicht meldet. Kann ja auch mal nur 5 Minuten sein. Ich meine, manchmal sagst du auch, ey, scheiße, ich muss da mal kurz um die Ecke irgendwas, weiß ich nicht, kaufen oder abholen. Ach so. Und 5% Strom würden, also mehr Strom würden mir schon ausreichen. Das heißt, du machst es immer mal 3 Minuten an Strom. Machst du ja auch. Das stimmt. Ich fände es halt ganz cool, wenn er nicht so komplett unwissend ist. Vor allem ganz am Anfang. Also, wenn sowas jetzt draußen passiert, dann würde man wahrscheinlich, also wenn man irgendwie sowas sieht, dass irgendwie Menschen sich komisch verhalten, und irgendwie langsam durch die Gegend warten. Selbst wenn wir nicht wissen, was dort passiert, also was exakt das jetzt ausgelöst hat, würde ich wahrscheinlich dann sagen, ey, die verhalten sich wie Zombies. Mhm. Weißt du? Und er war ja so, ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe gar nichts, was ist denn hier los? So, also als ob der noch nie irgendwie, also ich weiß ja nicht, in welcher Zeit das hier spielt, aber es klingt so wie Jetztzeit. Und, sie haben Handys. Ja, stimmt. Also es kann nicht... Also es ist nicht zu lang her. Und das heißt, er hat noch nie irgendwie einen Film gesehen, wo es um Monster ging oder so. Also da einfach hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit im Charakter gewünscht. Einfach, dass der in unsere Zeit lebt und so redet, wie man miteinander reden würde. Und man kann natürlich total geschockt und verwirrt sein. Aber trotzdem kann man ja sagen, ey, die sehen aus wie Zombies, die laufen rum wie Zombies. Offensichtlich beißen sie sich irgendwie.
Weiß ich nicht. Also wenn bei uns hier realistisch, also unrealistisch, aber in der Realität, so wollte ich sagen, der Zombie-Apokalypse ausbricht, würde ich als erstes sagen... Würde es gar nicht so bemerken. Ja, entweder, also genau, oder, weiß ich nicht, mein erster Gedanke wäre, lol, Zombies. Weil, das wäre dein erster Gedanke, okay. Naja, also jetzt mal ernsthaft, du guckst jahrzehntelang irgendwelche Zombie-Filme und dann passiert es wirklich, denkt doch niemand, was ist denn da los? Komisch, den hängt was aus dem Gesicht. Nee, du sagst, krass, lol, ja, Zombies, Jojo. Lol, Zombies halt, keine Ahnung, was es war. Was, okay, damit zitieren wir Falk, lol, Zombies, ist was er sagen würde. Sehr gut. Genau, aber auf jeden Fall würde ich sagen, es ist auf jeden Fall schön, dass sie dieses Spiel gemacht haben und vielen Dank, dass sie es uns bereitgestellt haben in dieser Spezialversion. Das kostet ich habe es mir gerade bei Android gekauft für 99 Cent. Ich glaube, das kann man mal ausgeben. Genau, also unterstützt echt die. Echt so wenig? Ich meine, es ist überraschend wenig, um ehrlich zu sein. Ist ja nicht mal Kaffee. Ist ja nicht mal ein Kaffee. Ja, es ist noch nicht mal ein Kaffee. Stimmt. Also, je nachdem, wo man ihn kauft. Ich gucke hier bei iOS. Natürlich steht der Preis nicht da, aber ich habe es ja schon gekauft. Warte mal kurz. Aber auf jeden Fall unterstützt weiter gerne die Entwickler. Nee, ich glaube, 99 Dollar sehe ich, 99 Cent sehe ich auch gerade hier bei. Es echt? Ich meine, ich hätte mehr ausgegeben. Bei. Ach so, du bist gerade in der. Ah, okay. Im Mac Store. Genau, also unterstützt gerne die Entwickler. Ihr könnt, genau, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann könnt ihr uns auch gerne unterstützen, indem ihr uns einen Kommentar schreibt oder eine schöne iTunes-Rezension gibt. Genau, ihr könnt auch eure eigenen Theorien uns schreiben und ihr könnt auch sehr gerne eure Prozentangaben mal zum Besten geben, wenn ihr das Spiel gespielt habt und dann irgendwie sagt, ey, bei mir waren es 20%, die das und das gemacht haben oder sowas. Genau, wir sind ja jetzt durch, jetzt könnt ihr uns nicht mehr richtig spoilern. Und genau, wäre schön, wenn ihr Entwickler unterstützt. Ich glaube, die freuen sich, wenn da noch ein paar Leute draufklicken. Genau. Obwohl absolut. Ich habe keine Ahnung, ob sich das gut oder schlecht verkauft hat, aber mehr geht auf jeden Fall immer. Na, ich glaube, wir haben es ganz am Anfang mal erwähnt, ne, dass das um den Release herum mal eine Zeit lang doch recht weit oben in den iOS zumindest Charts war. Hm? Okay, cool. Wie lange jetzt und inwieweit sich das auswirkt, weiß ich natürlich nicht, aber nur mal so erwähnt. Ist so krass, wie unterschiedlich sich das anfühlt. Ich spiele es halt gerade auf dem Handy und das fühlt sich halt wirklich an wie so eine Messenger-App, weißt du, mit diesen kleinen Punkten, soll's halt, die da also das ist ja dann, animieren. Ne, das ist ja das Coole, das soll es ja. Ne? Also ich glaube, ich kann nicht versprechen, dass ich es durchspiele oder wann ich es starte. Scheiß drauf, wahrscheinlich werde ich es nachher einfach mal starten. Ja, es ist cool. Aber ich will nicht versprechen, dass ich es zeitnah durchspiele. Sammy ist abwesend, ich möchte ihn... interessant. Wir haben in einer der letzten Folgen auf den Hörer geklickt und wollten ihn anrufen. Wenn ich das in der App mache, dann steht da, Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Das ist so ein kleines Pop-up kommt hier. Nice. Schön. Hätten sie auch weglassen können. Nee, aber wahrscheinlich wollten sie einfach nur eine exakte Messenger-App kopieren. Ich finde das gut, ja. Das sind so kleine Details. Auf Sam kann man nicht klicken da oben. Ja. Das wäre auch eine kleine Sache. Der Avatar von Sam ist halt so ein gesichtsloses Standard-Avatar-Ding, was man halt hat, wenn man noch kein Profilbild eingestellt hat. Muss ja, weil er ist ja storytechnisch unbekannt für dich. Ja, aber er kann doch. Ja, sorry, wenn ich gerade eine Zombie-Apokalypse davon renne, schicke ich dir nicht noch ein Avatar-Bild. Na, was heißt denn mir schicken, wenn du jetzt irgendwie in WhatsApp. Du musst mir doch nicht dein Avatarbild schicken. Wenn ich dich zu meinem Handy hinzufüge, habe ich das doch automatisch, was du da eingestellt hast. Echt? Naja, klar, wenn du dich mit Leuten connectest, dann musst du denen doch nicht noch dein Avatarbild schicken. Die haben das doch automatisch. Oder bei Skype oder sowas. Ja, stimmt. Und das Ding ist halt. Ja, gut, aber das sind Details jetzt. Nein, aber ich rede nur noch darüber, weil wir haben uns ja eben echauffiert. Also wir haben ja eben angemerkt, wegen der Charakterisierung des Charakters. Und so ein Bild kann halt einfach mal schon sehr viel dazu beitragen, dass du eine Person nett findest, sympathisch. Ja, stimmt schon. Oder so. Also, das wäre vielleicht auch noch eine Chance gewesen, den Charakter irgendwie ein Gesicht zu geben, im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Ja, das stimmt. Oh Mann, ey, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten gequatscht und 26 Minuten war die Folge. Ja, wenn sie halt abschalten. Wenn ihr bis jetzt hierher gehört habt, dann schreibt uns mal einen Kommentar. Wir wollen wissen, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Genauso wie es die Entwickler sicher interessiert, wie lange die Leute in dem Spiel durchgehalten haben.
Genau. Ja, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Falk, es war mir eine Freude, wie immer. Wir, mir auch. Also wir im Sinne von das royale Wir. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich will hier nochmal positiv anmerken, sagen, ich fand das Spiel überraschend lang übrigens, ne? Das stimmt, das ist jetzt die vierte, acht, neun, zehn, glaube ich. Also oder? Wir haben nicht viele Texted. Ja, ich glaube schon. Es waren nicht viele Text-Adventure, die wir so lange gespielt haben. Und ich meine, wir machen uns bei allen Text-Adventuren ja teilweise Gedanken während mittendrin und spielen kurz nicht weiter und so. Also das ist durchaus umfangreich, das Spiel. Also und wir haben jetzt, ich glaube, einmal haben wir geladen, aber das war relativ am Anfang, oder? Genau, genau. Wir sind nie, naja, nur ganz selten mal gestorben. Genau. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt aber, ne? Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald.